Chloe Wilson ist Make-up-Künstlerin aus England. Ihre Hobbys sind Schminke und Sonnenbaden und das sieht man auch. Bei Instagram zeigt sie gern ihren extrem gebräunten Körper. Das ist sicher ungesund, aber ist das auch rassistisch? Genau das werfen Kritiker ihr vor. Wilsons dunkler Teint erinnere an die rassistische Tradition des Blackfacings in den USA. Damals malten sich Weiße das Gesicht schwarz an, um sich über Afroamerikaner lustig zu machen. Chloe Wilson hat nun laut eigener Aussage Angst, in die Sonne zu gehen. Auf Twitter schreibt sie: Ich habe gerade 3 Flaschen mit Sonnenschutzfaktor 50 gekauft. Ich mache das nie wieder. Und sorry, falls meine Solariumsbräune jemanden verletzt hat, das war nicht meine Absicht.